Es ist wieder nachgebaut bei Let's Play Drillhauser. Diesmal machen wir einen kleinen Ausflug ins Kunstmuseum. Aber zuerst müssen wir hier runter. Oh, das ist ganz einfach. Zack! Kein besonders stabiles Glas, wie man sieht. Und schon sind wir da. Und wenn natürlich direkt wieder angefunkt. Was? Kannst du mich hören? Sieht aus, als ob du es nach drin geschafft hättest. Der gestohlene rote Diamant ist hier im Museum irgendwo. Hol ihn zurück! Ja, das habe ich ja vor. Lass mich doch mal erstmal arbeiten. So, und in diesem Level kommen auch einige neue Gameplay-Elemente dazu. Die werden wir dann noch sehen. Jetzt mal hier hoch. Einen Chip einsammeln. Weg mit der kleinen Blockade. Warum verschandelt ihr euer eigenes Museum so sehr? Man kommt hier ja gar nicht durch. Ah, hier sehen wir es. Durch diese Röhren müssen wir durch und das kann ich, glaube ich, besser erklären als unser Opa da. Also, die gibt es in zwei verschiedenen Farben, rot und blau. Bei den roten müssen wir im Uhrzeigersinn drehen und bei den blauen gegen den Uhrzeigersinn. Sonst kommen wir nicht durch. Da gibt es später noch einige Stellen, die sind wesentlich schwieriger zu bewältigen. Da muss man schnell zwischen beiden Richtungen wechseln. Aber das ist hier noch relativ einfach zu meistern. So, hier sehen wir den blauen. Da drehen wir dann gegen den Uhrzeigersinn. Bah, überall Spinnennetze, mach's mal weg. So eine Sauerei. Okay, das habe ich noch nicht. Das muss noch irgendwann gekauft werden. Auch den Feuerlöscher können wir kaputt machen. Und dieser Statue hier. Vorsicht. Laserstrahlen. Ein paar Gratis-Chips. Und noch mehr Statuen. Und okay, jetzt da kam auch. Ich dachte schon, das wäre ein Laser. Und da ist schon mal ein Power-Up. Das holen wir uns doch jetzt mal ganz fix. Immer den L- und R-Knopf so oft hintereinander rücken zu müssen, ist doch auch nicht schön. Und Power-Up! Erstes Zahnrad gefunden. Yay! So, das leiten wir jetzt geschickt runter. Zack! Auf die Laser aufpassen. Ups, auch diese Blockade kann uns nicht aufhalten. Da müsst ihr euch schon was Neues einfallen lassen, wenn ihr uns stoppen wollt. Das geht jetzt viel schneller als vorher. Zack, und schon sind wir draußen. So, und ich glaube, in diesem Raum war irgendeine Art Geheimnis. Ich weiß allerdings nicht mehr welches. Ich glaube, es hat was mit den Bildern zu tun, oder war es erst später? Ich glaube, hier ist es noch nicht. Ah, hier. Wie ihr seht, wir kommen nicht weiter. Da ist eine fette Mauer, die wir nicht zerstören können. Was machen wir also? Bilder tauschen. Jupp. Und jupp. Ding Dong und wächst die Mauer. Ein weiterer Weg öffnet sich uns. Und wir sind wieder da, wo wir angefangen haben. Doch jetzt laufen wir erstmal in die andere Richtung. Gucken, was es da so gibt. Denn vorher wären wir nicht hier durchgekommen. Ich glaube, wir kommen immer noch hier durch. Ich brauche hier, glaube ich, drei Zahnräder. Jep, aber wir kommen oben lang. Und ich wette, yep, da ist auch eine Barriere, die wir jetzt erst durchbrechen können. Oha, was hast du denn da für eine gefährliche Maschine? Zack. Und zack. Na, was mache ich denn? Hab wieder nichts Gescheites hier. Und ich dachte, wir kommen jetzt raus, aber lag ich wohl falsch. Zumindest haben wir viel, was wir kaputt machen können. Und ganz viele Chips sind für uns da. Gleich mal ein Multikill geschafft. Und wir sind draußen an der frischen Luft. Auch mal nett. Hm, gehe ich jetzt erst oben lang oder gehe ich erst nach rechts? Hm, wir schauen uns erstmal hier um. Es kann sich ja eigentlich nur lohnen. Okay, ist schon da, komme ich noch nicht rüber. Also oben lang. Aber das ist für mich. Yay. Ein bisschen Energie, die ich eigentlich nicht so dringend gebraucht habe. Aber egal, ich nehme alles mit. Ja, Oppi, ich weiß. Okay, du bist nicht Oppi. Hey, siehst du dieses komische Ding da vorne? Das ist ein Lateral Lift. Ja, da können wir uns reinbohren und uns transportieren lassen. Moment, erstmal schauen, was... Okay, da kommen wir nicht durch. Aber ein paar Chips verstecken sich hier vor uns.
So, ich wette, da kommen noch ein paar mehr, genau. Komm zurück! Ich brauche dich! Zack! Und hier ist... Warte mal, wo ich jetzt mal am besten lang? Erstmal oben. Erstmal oben lang. Denn hier versteckt sich das dritte Zahnrad. Und das ist wohl erstmal wichtiger als alles andere. Wow! Jetzt kann uns diesmal aufhalten. Jetzt schaue ich mich aber doch noch ein bisschen um. Was verbirgt sich hier? Wahrscheinlich wieder ein paar extra Chips. Genau. Die werden wir brauchen, Leute. Wir werden noch ganz viel im Shop einkaufen. Unter anderem ein paar Energietanks. Und vor allem einen besseren Bohrer. Na, komm, den will ich noch mitnehmen. Meine Vergelegenheit war hier. Wow. Nein, jetzt haben wir gewendet. Ach. Das war nicht so gedacht. Aber genau so habe ich mir das vorgestellt. Genau so. So, der Block wird zerstört, denn da verwenden sich ganz viele Chips. Genauso wie hier auch. Yep. Ganz viele Chips. Und wohin mag diese Tür führen? Es gibt doch einen Weg, das herausfinden. Durchgehen! Und wir sind wieder draußen. Sollen wir den Sprung wagen? Nein! Ich will nicht! Nein! Schütze dich da runter! Na doch! Wir sind wieder am Anfang. Aber genau dorthin müssen wir auch. Denn, wenn ihr mal zurückdenkt, hier war noch eine Barriere. Für die wir drei Zahnräder brauchten. Die stellt natürlich jetzt kein Problem mehr für uns dar. Also, weg damit! Na, das habe ich genau gesehen. Oh oh. Aber mal, sind die genauso intelligent wie die anderen? Ja, die sind genauso intelligent wie die anderen. Kommt her, tschup, 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 tschup. Und du auch. Solange man still stehen bleibt, kann aber eigentlich nichts passieren. Und wer sich ganz behutsam umdreht, wird auch nicht getroffen. Ja, kommt. Machen wir es schnell und schmerzlos. Du kommst auch her. So, wenn ich mich richtig erinnere, kommt jetzt ein kleiner Miniboss. Oder zumindest nach diesem kleinen Fuzzi hier. Da der ein Schild hat, können wir ihn nur von oben oder von hinten angreifen. Und wir müssen wieder Bilder tauschen. Tschupp. Und tschupp. Und weg mit der Mauer. Und wir sind immer noch drin. Habe ich mich so sehr verkalkuliert? So, weg mit den wertvollen Gegenständen. Die werden alles zerstört. Die braucht kein Mensch. Unser wunderschöner roter Diamant ist viel wichtiger als dieser Crap hier. So, ist hier noch was? Ne. Also, ab durch die Post. Ab durch die Rohre, besser gesagt. Schum. Oha. Alles gnadenlos zerstört. Oha. Ein kleiner Miniboss. Ein aggressiver Robohund. Dem ich jetzt ein bisschen in den Hintern reinbohre. Wow. Jetzt habe ich ihm seinen Lack entfernt. Das hat ihn bestimmt nicht gefreut. Aber hey, so ist das halt im Leben. Oha, da verbirgt sich ein weiterer Durchgang. Falsche Seite. Jetzt aber. Ach ja, übrigens, dies ist der erste Teil von Drildo, seitdem ich in HD rendern werde. Ja, auch Nagi geht mit der Zeit und hier ist eine große Schraube. Und ich glaube, ich drehe in die falsche Richtung. Jupp, ich habe definitiv in die falsche Richtung gedreht. Zack! Ah, gut gemacht, Boss! Wow, die Polizei macht echt billige Roboter. Nur eine Schraube hält das Ganze zusammen. Entferne sie und das ganze Ding fällt zusammen. Jupp, merken. Denn wir werden noch gegen solche Gegner kämpfen müssen. Die werden sich da allerdings bewegen, weil sie gesteuert werden. Und wow, sind wir weit gekommen.
Und auch hier müssen wir wieder ein paar Bilder austauschen. Ich glaube allerdings diesmal mehr als eins. Oder? Mehr als eins oder nur das eine? Nein, nur das eine. Dafür kommen aber diese Hainos zu mir, um mit mir zu spielen oder was auch immer die vorhaben. Mich soll's nicht jucken. Ich gehe fröhlich beschwingt weiter. So, wie mache ich das jetzt am besten? Erstmal gehst du weg. Du bist hier leicht unerwünscht. Genauso wie du. Na, dann eben von oben. So, jetzt brauchen wir einen geschickten Sprung und rüber. Ein paar Chips. Immer nett, immer nett. Den nehmen wir auch noch mit. Wo ist denn jetzt dieser Mini-Boss-Kampf, den ich im Kopf hatte? Ah, hier ist auch ein interessantes Rätsel. Hier müssen wir diese riesige Statue mitschleppen und sie an einer bestimmten Stelle platzieren. Und jetzt rate mal, welche. Genau hier oben. Denn es gibt nur eine Statue, die oben in eine andere Richtung guckt. Sieht man jetzt schwer, aber hier sieht man es besser. Die gucken eigentlich alle nach links, aber eine guckt nach rechts. Und da müssen wir auch die andere Statue platzieren. Und das habe ich gesehen, dass hier was ist. Moment, was haben wir hier? Da komme ich nicht ran, aber hier. Moment, da muss ich auch durch. Ich gehe erstmal zurück. Die Sachen da möchte ich haben. Und drei volle Bockkraft voraus. Na, jetzt ist die Lebensenergie aber ganz nett. Ein bisschen Schaden habe ich dann doch reingesteckt. Ein paar billige Requisiten. Wer braucht das? Okay. Das ist eigentlich nicht der Mini-Boss-Kampf, den ich meinte, aber egal. Da kommt der, den ich meinte, wohl erst im nächsten Level. Das ist ja eigentlich auch ein Mini-Boss. Wow. Zack, zack. Schnell zur Seite ausweichen. Dich kriege ich von hinten und dich von oben. Und der aggressive Köter ist wieder da. Na komm, du willst es doch auch. Na, komm her. Und was mag da jetzt noch kommen? Ich glaube, es wird jetzt was ganz Großes. Oder? Jep, es wird was ganz Großes. Oha. Ein gigantischer Polizeiroboter. Das sieht aus wie ein Roboter von der Sorte, die du von uns zerstört hast. Dieser wird dich allerdings angreifen. Also beschütze dich. Nimm dich in Acht vor seinen Angriffen. Und wenn er rot wird, dann mach dich bereit auszuweichen. Okay, jetzt müssen wir also noch gegen diesen Boss antreten. So, und wir wissen, die Schraube muss entfernt werden, dann fällt das ganze Ding in sich zusammen. Na. Ah. Und immer wenn er diesen Superangriff ausführt, dann ist er für kurze Zeit benommen und wir können die Schraube rausdrehen. Komm, gib mir den besten Schlag. Ja, pose nicht, komm her. Na, jetzt bist du mir doch ein bisschen gefährlich. Jetzt komm, sei nicht so feige. Leider werden wir den in diesem Video nicht mehr schaffen. Das ist jetzt ein bisschen schlecht. Okay, dann packen wir den nächsten Mal an und wir sehen uns dann wieder. Also, bis zum nächsten Mal. Wünsche mir viel Glück.